Ihr steht vor der Aufgabe, euer WLAN im Heimnetz zu erweitern. Das heißt, ihr habt einen Raum, wo ihr zum Beispiel kein WLAN habt und dort möchtet ihr WLAN hinbringen. Vielleicht habt ihr auch ganze Etagen, die ihr mit WLAN versorgen wollt. Jetzt schauen wir uns heute drei Möglichkeiten an und wir suchen uns auch die beste natürlich raus. Das ist unsere Ausgangssituation. Wir haben an einem Ende des Hauses einen Router stehen. In der Regel steht er an der Telefondose oder halt an der Kabelbuchse, wo halt entsprechend das Internet ins Haus reinkommt. Jetzt ist diese Situation hier natürlich total suboptimal, denn zwei Räume haben hier gar kein WLAN. Und genau das Problem wollen wir jetzt lösen. Und vielleicht ist das genauso ähnlich, wie es bei euch gerade aussieht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ihr dieses Video schaut. Im Optimalfall habt ihr Leerrohre oder LAN-Kabel schon verlegt oder könnt einfach durch die Wand bohren und könnt in das Zimmer oder eines der Zimmer ein LAN-Kabel einfach legen. Nur das LAN-Kabel hinlegen reicht natürlich nicht, um jetzt dort WLAN zu bekommen. Man muss dort einen Access Point installieren. Das ist einfach gesagt ein zweiter Router. Jetzt solltet ihr euch, wenn ihr den kauft, überlegen, was ihr dafür Anforderungen habt. Wenn ihr zum Beispiel Decktelefone im Haushalt habt, wäre es vielleicht sinnvoll, den auch direkt mit einer Deckbasisstation zu kaufen. Habt ihr diese Anforderungen nicht oder das Deck reicht schon im ganzen Haus von dem ersten Router, dann reicht zum Beispiel eine Fritzbox 4040, die keine Deckbasisstation integriert hat, sondern die einfach nur stupide an WLAN aufspannt. Was ist jetzt der Vorteil an dieser Konstellation? Naja, die Verbindung zwischen den beiden Boxen ist optimal geregelt, nämlich über ein LAN-Kabel. Das heißt im Umkehrschluss, beide Boxen können optimales WLAN liefern und die eine muss nicht von der anderen das erstmal wieder verstärken und verschwendet somit Kapazitäten auf die Erweiterung des WLANs. Die zweite Möglichkeit ist Powerline. Hat man nicht die Möglichkeit, ein Kabel zu verlegen oder keine Leerrohre im Haus, dann wäre Powerline eine Option. Dort überbrückt man einfach das nicht gelegte Kabel über das Stromnetz. Jetzt muss man wissen, dass das Stromnetz nicht dafür gedacht ist, Datenpakete zu verschicken und das auch nur eine Notlösung ist. Auch wenn die Geräte damit werben, dass ein Gigabit übertragen werden kann, das wird nur funktionieren, wenn ihr die direkt nebeneinander steckt. Ich habe noch nie ein Setup gesehen, wo ein Gigabit als Netto-Datenrate wirklich über eine bestehende Powerline-Leitung gelaufen ist. Deshalb habe ich das Ganze jetzt hier auch ein bisschen orange eingezeichnet. Man hat also nicht mehr die optimale Verbindung, weil halt einfach der Flaschenhals in der Regel hier die Powerline-Verbindung ist. Bei meiner Powerline-Verbindung habe ich netto zwischen 100 und 200 MB durchbekommen. Das reicht für die meisten Anwendungen aus. Die nächste Möglichkeit ist, einen WLAN-Repeater zu verwenden. Ich habe hier mal den Repeater 3000 von AVM eingezeichnet. Der hat immerhin eine eigene 5 GHz Antenne nur für die Backbone-Leitung, also für die Verbindung zwischen den beiden Boxen, und die Clients sind getrennt auf anderen WLAN-Antennen unterwegs. Aber auch ein WLAN-Repeater ist halt immer verlustbehaftet. Deshalb hier das Ganze in orange wieder eingezeichnet. Beim Repeater kommt auch noch hinzu, dass der im Empfangsbereich der ursprünglichen Box natürlich stehen muss, sonst kann er auch nur ein schlechtes Signal weiter repeaten. Man ist also eingeschränkt in der Positionierung. In diesem Beispiel hier, da würden zwei Positionierungen sich anbieten, aber auch die wären schon im schwachen Empfangsbereich der Original-Fritzbox und er kann natürlich ein schwaches Signal nicht besser machen, auch wenn ihr am Endgerät dann eine volle WLAN-Verbindung habt. Die Verbindung zwischen den beiden Boxen ist natürlich hier der Flaschenhals. Ja, die letzten beiden Optionen, Powerline oder WLAN-Repeater, da gibt es von meiner Seite zumindest keinen eindeutigen Favorit. Das kommt so ein bisschen auf die Situation an. Das muss man einfach ausprobieren, was am besten funktioniert und die besten Übertragungsraten eben bietet. Wenn euch der Überblick gefallen hat, freue ich mich natürlich als Dank über ein Abo. Ansonsten blende ich euch jetzt noch weitere Videos im Abspann ein.